So, hallo Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf diesem Channel. Kurze Form checken, ja, so. Heute mal wieder ein kleines Review im Bereich Fitness, ja, und zwar, wir hatten ja mal so ein Supplement-Zeugs am Start, heute auch wieder sowas ähnliches, was das hier ist, dazu komme ich gleich. Ich fange erst mit dem Teil hier an, ihr habt schon ein Video dazu gesehen, wenn ich mich nicht täusche. Zu dem Tube hier, ja, und zwar ist das ein, ja, ich weiß nicht, ob man es handelsüblich nennt, aber es ist ein Tube, ja, mit drei verschiedenen Stärken, also es heißt blau, rot, schwarz, jetzt nach Stärke angeordnet. Ja, so sieht der ganze Spaß aus. Zu was kann man das benutzen? Das kann man zum Beispiel zum Rotatoren aufwärmen, jetzt nicht damit, das ist ein bisschen zu stark, aber man könnte es zum Rotatoren aufwärmen benutzen, ne? Hier diese Sache hier machen, um die Rotatoren ein bisschen zu mobilisieren, solche Sachen. Trizeps kann man damit super trainieren, indem man sich das irgendwo über den Ball schnallt und dann Trizeps macht oder Bizeps macht, geht beides, ja, also ist wirklich super, super, super variabel und man kann es wirklich für fast jede Muskelgruppe einsetzen, man kann damit viel ausprobieren, neue Reize setzen, aufwärmen, Cooldown, alles, man kann damit relativ viel machen, ich trainiere auch Trizeps zurzeit damit, bringt auch wirklich viel, komplett neuer Reiz wie beim Seilzug eben. Nur noch wegen mit einer kompletten, das ist nochmal eine andere Spannung, das ist so eine andere Art von Spannung wie beim Seilzug, ja. Kommen auch noch Videos dazu zum Trizeps-Training, vielleicht hier wieder mal ein Video, was man alles damit machen kann. Muss ich mal schauen, ob das zeitig nicht hinhaut, normal müsste es aber in der nächsten Zeit mal ein Video zum Tube geben, ja. Kommen in nächster Zeit ein paar mehr Reviews, auch zur Black Roll zum Beispiel, möchte ich auch noch eins machen. Ja, versuche ich dann alles noch durchzukriegen, ja. Das Tube, das könnt ihr wirklich überall kaufen. Es ist nicht wichtig, dass ihr so einen Tube habt, es gibt ganz verschiedene. Für jede Preisklasse, das ist ganz billig gewesen, glaube ich, also 10, 20 Euro. Ist wirklich keine Fehlinvestition, die Dinge sind stabil, also ich benutze die auch wirklich richtig, richtig stramm, ja, und die Dinge, die halten wirklich was aus, also auch diese Griffe hier wirklich, also top, habe ich keinen Mangel festgestellt, wirklich top, top Ware und hat einen super Effekt, ja, so kann ich nur empfehlen, hier also auch mein Daumen hoch für das Ding, ja. Könnt ihr euch ja gerne mal irgendwo auf Amazon in Beschreibung reinziehen. Viele haben sich vielleicht schon gefragt, was ist das denn? Ja, das ist was, viele kennen es, obwohl sie Fitness machen, sag ich mal, obwohl, das hört sich jetzt so an, als ob man das nicht haben dürfte, aber wenn man Fitness macht, ja, und man achtet auf seine Ernährung, ja, aber man möchte, man ist halt doch abends, wenn man mal wo rumliegt, dass man halt dann doch mal was zu knabbern in den Händen haben muss. So, Chips sind natürlich ein bisschen schwierig, ja, weil allgemein viel Fett ungesund. Jetzt habe ich aber eine Alternative hier am Start. Kokoschips, ja. Wenn jetzt viele denken, was, bist du komplett verrückt geworden? Nein, das sind Kokoschips. Ich halte jetzt mal die rein, mache fett Werbung dafür. Ich kriege da keinen Cent für, aber ich mache es trotzdem, weil ich die großartig finde. Ist ein Bioprodukt, ja. Und zwar sind das hier, ich zeige mal die Konsistenz. Ich stehe mal dazu kurz auf. Ich hoffe, man kann es sehen. Das ist so die Konsistenz von den Dingern. Ja, also das sind wie so Chips im Prinzip. Sie heißen Kokoschips. Ja, mit Chips hat das Ganze natürlich jetzt weniger zu tun. Das sind Kokosraspeln in erster Linie. Ja, und was sind das von der richtigen Kokosnuss? Schmeckt wirklich richtig natürlich nach Kokos. Also wenn man eine Kokosnuss gegessen hat, am Strand gibt es teilweise welche, schmeckt richtig natürlich danach. Leicht holzig teilweise, aber nur ganz leicht, aber schmeckt sehr fruchtig, sehr natürlich. Kann sich da auch ein paar reinpfeifen, man kann nicht viele essen, weil man auch sehr schnell satt wird davon. 100 Gramm hat glaube ich 1 Euro gekostet, bei DM kriegt man sowas, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die her habe. Bio-Kokoschips getrocknet sind die, also auch ganz wichtig. Hier mal kurz Nährwerte. So eine 100 Gramm Packung hat circa 600 bis 700 Kalorien, ja. 8 Gramm Eiweiß, 16 Gramm Ballaststoffe,
und natürlich ja auch ein bisschen Fett, das heißt ein bisschen relativ viel Fett. Ja, Kohlenhydrate und Zucker ist nicht so viel, 8 Gramm Kohlenhydrate. Ist aber halt nicht ganz so ungesund wie zum Beispiel jetzt Chips und es ist ein Bioprodukt und es schmeckt halt auch verdammt gut, wer die Kokos-Eiweiß-Riegel kennt, der weiß, wie sowas schmeckt und der schmeckt halt noch ein Stück natürlicher. Muss ich wirklich sagen, kann ich jedem weiterempfehlen. Für 1 Euro so eine 100 Gramm Packung kann man wirklich mal probieren. Mir schmecken die echt richtig gut. Kann man ins Müsli reinkloppen, überall. Ist dann wirklich auch eine gute Konsistenz. Die kann man biegbar, sag ich mal. Ja, hier sieht man schon, das ist ein langes Teil. Ja. Muss ich mir eigentlich direkt mal eins reinpfeffern. Moment. Huhuhuhu. So. So. Richtig geil. Ah, Leute. So ein scheißes Zeug. Schmeckt so richtig fruchtig nach Kokos. Das ist so ein richtig intensiver Geschmack. Richtig, richtig geil. 1 Euro ist natürlich jetzt auch nicht gerade billig für so eine kleine Tüte. Aber man hat halt wirklich lang was von. Also ich finde das echt mega, mega geil. Muss ich sagen, kann ich nur empfehlen. Das waren mal die zwei Reviews. Für Sportler hier ein bisschen Nahrung zwischendurch. Ja. Kann ich nur empfehlen. Kann man immer zwischendurch mal ein bisschen naschen. Kann man auch nicht zu viel essen. Das sättigt sehr schnell. Das heißt, also da kann man vielleicht mal 10 Gramm essen und dann ist man auch schon wieder fertig mit dem Zeug. Das heißt, man hat auch lang was davon. Von dem Cube hat man auch lang was davon. Bald auch wieder ein Review zu, wieder, bald kommt ein Review zu Black Roll und auch ein paar Übungen zu dem Teil und zu Black Roll. Muss gucken, möchte in nächster Zeit wieder ein bisschen fitnesstechnisch aktiv auf dem Channel werden. Machen wir da zurzeit ein bisschen Gedanken über Konzepte und so weiter. Ein paar Upload-Schwierigkeiten mit YouTube, ja. Deswegen dauert das manchmal ein bisschen länger, bis da was kommt. Für alle, die es interessiert, mein Gaming-Channel, ChillerLP, dürfte unten verlinkt sein. Wenn nicht, dann schreit mich richtig hart an, dann muss ich den noch unten reinpacken. Ansonsten bedanke ich mich mal fürs Zuschauen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mir, indem ihr einen Daumen nach oben gebt, einen, und vielleicht einen Kommentar schreibt, ja? Wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt, wenn ihr sagt, oh, voll der Scheiß und die Dinger, die schmecken auch hier voll Scheiße, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich finde, die Dinger schmecken gut, deswegen auch das Review. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ja, haltet euch fit. Ich habe euch im Auge. Ciao.